Dieser Megaknast steht im gefährlichsten Land der Welt. ...40.000 Häftlinge, so viele wie in ein mittelgroßes Fußballstadion passen, sollen hier einmal hinter Schloss und Riegel sitzen. Die Behörden in El Salvador haben diese Bilder jetzt veröffentlicht. Es ist ein neuer Knast aus Stahl und Beton, alles neu und damit eines der größten Gefängnisse Lateinamerikas. Die Zellen, völlig isoliert, von mehr als 800 Soldaten und Polizeibeamten bewacht. Die Ausmaße gigantisch. Über 166 Hektar erstreckt sich der Gefängniskomplex, ist damit größer als 230 Fußballplätze. Durch die Inbetriebnahme des XXL-Knastes wird die Haftkapazität des kleinen Landes mehr als verdoppelt. Und das ist auch nötig. El Salvador gilt als das gefährlichste Land der Welt. Nach einer Welle von Morden hat der Präsident den kriminellen Banden den Kampf angesagt. Das treibt die Zahl der Gefangenen in die Höhe. Während eines 10-monatigen Ausnahmezustandes konnten Polizei und Armee mehr als 62.000 mutmaßliche Bandenmitglieder und Komplizen verhaften. Dadurch sitzen mittlerweile fast 2% der erwachsenen Bevölkerung El Salvadors hinter Gittern, die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Die steigende Zahl der Häftlinge hat das ohnehin schon überlastete Gefängnissystem des Landes überfordert. Mit diesem neuen Megagefängnis kann der Kampf gegen die kriminellen Banden nun weitergehen.